Hi, ich sitze hier mit den Jungs von Scalp hier. Wie geht's dir? Ja, ganz gut soweit, kurz vorm Gig. Wir sind nach dieser Band dran, wo ich den Namen gerade vergessen habe. Die Band ohne Namen? Die Band ohne. Nee, das gab's schon. Das war irgendwie so ein Deutschrock-Kram da. Ach so, okay. Ja. Wie geht's euch? Das hast du mich gerade schon gefragt. Ja, ich bin zutiefst erregt. Von mir jetzt gerade oder von was genau? Ja, von dir, da ist der Pegel nochmal angestiegen, weil du hast halt die optimale Position, ne? Ja, aber falsch rum. Ja, das geht auch so. Ja? Ja. Okay, ist er so lang? Ja, das kann er. Und hinten durch die Brust ins Auge. Ich habe gerade gesehen, ihr habt jemanden Neuen im Boot. Dich kennt man von welcher Band noch? Ich habe vor 2 Jahren mal bei Incerten gespielt. Ich spiele momentan bei Pothic. Und nachdem der Jan hier bei uns eingestiegen ist, bin ich hier bei Scalfi mit reingekommen, weil die ja dringend einen Bassisten brauchen. Das stimmt. Ist quasi, wie du eben schon mal angesprochen hast, so wie Schwänze kreuzen. Das macht man halt einfach, wenn man Freunde ist. Ja, das ist vollkommen korrekt, ja. Nee, also das ist auch nicht wie eine Band, das ist mehr so, ja, das ist wie so ein Puff, weißt du, jeder darf mal ran, weißt du? Das ist schon super. Oh, du hast gerade einen Penis zugeworfen. So, Themenwechsel, also. Penis! Erzählt mir ein bisschen was über euch. Wann gibt's Album, Scheibe, was am Start? Ja, also uns gibt's ungefähr seit 2009, wenn ich mich nicht irre. Da hießen wir am Anfang noch Azathor. Dann haben wir uns dadurch, dass es noch eine andere Band hier in Deutschland gab, die sich genauso genannt hat, hatten wir, ich weiß nicht, ich glaube 2010, 2011 rum, haben wir einen Namenwechsel gemacht in Scalp 4, was so viel bedeutet wie der Furchtlose oder der Schreckliche. Ja. Seitdem gibt es uns. Wir machen Westerwälder Viking Metal, das heißt, wir hauen ordentlich auf die Fresse und ziehen uns textlich hier rein auf den Westerwald. Riesen, Zwerge, alle Mythen und Sagen, die es hier so gibt. Vergleichbar mit welcher Band, wenn man das in eine Schublade stecken möchte? Scalp 4. Okay, das ist eine Aussage. Das ist eine Aussage. Ja, wir sind tatsächlich ziemlich einmalig. Ja, um auf deine Frage zurückzukommen mit der Platte. Also, wir haben vor 2 Jahren eine Platte released, wie Streifzug. Die ist jetzt, ja, wie man schon schön sagt, ein bisschen in die Jahre gekommen, aber wir arbeiten schon was Neuem. Wird wahrscheinlich dieses Jahr eng bis gar nicht mehr, ansonsten nächstes Jahr wird die aber höchstwahrscheinlich rauskommen. Da drauf, ne, werde ich übrigens dann unten verlinken, wenn es soweit ist. Ja, bist du immer noch Flo Big Cock? Genau. Ah, okay, alles klar, ja, dann verlinke ich dich, ja. Oder mittlerweile habe ich mich auch mal umbenannt, aber die Überschrift steht immer noch da, aber man kennt mich doch unter Dark Cock. Ah, weißt du? Stimmt, ja, der war ja nicht so lang wie beim Schwarzen, aber genauso Farbe. Was passiert halt manchmal, aber. was hast du denn alles schon erlebt bei der Band hier? Proben, merkwürdige Proben. Ja, wenn man mit Jan in einer Band ist, dann sind die Proben immer merkwürdig. Ja, ich weiß, ich bin sogar in 2 Bands mit ihm, also doppelte Merkwürdigkeit. Nee. Sehr dubioser Proberaum, irgendwo mitten im Westerwald, da ist nichts. Wenn du dahin kommst, auf das Grundstück fährst, kommt es hier ein bisschen so vor wie Texas Chainsaw Massacre. Es stehen überall so amerikanische Oldtimer, ist ein bisschen merkwürdig, aber ansonsten. Aha, also kommt dann quasi eure experimentelle musikalische Freude von diesem Ort, schöpft ihr daher Kraft? Ja. Gut, danke, Interview zählt. Nein, das stimmt schon. Also es ist wirklich ein sehr dubioser Ort, den wir durch Zufall entdeckt haben. Aber es ist schön. Wer schreibt bei euch die Texte? Ich. Okay, und wie du eben schon angemerkt hast, Viking-technisch aus dem Westerwald, hast du Sachen aus deinem Leben gegriffen oder wo nimmst du deine Ideen her? Ja, der Zufall war eigentlich, jetzt muss ich kurz ein bisschen ausschwenken, also der Zufall durch die Texte war, dass meine Frau ihre Bachelorarbeit über die Mythen und Sagen des Westerwaldes gehalten hat. So fangen alle guten Texte an. Ja, und dadurch halt eben so ein Wandertour, also das gibt es auch jetzt hier im Tourismusgedöns, gestartet hat. Und ich dachte mir so, unser eigenes Merkmal, kann sich gut daraus ziehen, richtig ordentlich Geballer und dann textlich koppeln wir uns ab von dem ganzen Zeug, was es schon gab, Asgard, Schlachten hin und her und machen einfach hier Westerwälder Mythen. Riesen, Wildweibchen, Muckelmännchen, alles was hier so rumtreibt und Chaos verbreitet hat. Gab's, glaube ich, bisher noch nicht so wirklich. Also finde ich auf jeden Fall gut. Und beschreibt euch mal mit einem Wort. Geil. Okay, okay. Awesome. Okay, warte, nochmal, Kat, beschreibt euch doch mal mit einem Wort. Bärenkatapulte! Bärenkatapulte. Schön, dass wir das geklärt haben. Sagt den neuen Fans noch abschließend was. Ja. Kommt zu unserer Show. Wenn ihr irgendwo Scalfi auf einem Banner seht, kommt dahin. Bringt einen riesen Bierdurst mit, weil es wird immer Party geben.
Wir hauen immer auf die Kacke, wir sind immer ziemlich fannah, auch campingplatzmäßig, technisch. Wir wollen feiern vor, auf und hinter der Bühne und auf dem Campground. Knüppelding in die Fresse. So, und wir beide haben jetzt noch Sex. Oh, okay. Oh ja!